Auf dem Golfplatz St. Oswald bei Freistadt traf man sich an diesem sonnigen Tag nicht nur, um Golfbälle zu schlagen. Wir haben heute eine Premiere in St. Oswald. Wir haben heute das erste Mal einen Lehrlingstag der gesamten Unternehmensgruppe, wo wir eigentlich alle einmal zusammengefangen haben, vom Kappel und vom Holzheider. Wir sind ca. so 47 Lehrlinge genau momentan. Und wir haben gesagt, wir fangen heute mal alle zusammen und verbringen gemeinsam einmal einen Tag, dass wir uns alle wieder einmal gut kennenlernen miteinander und einfach austauschen, wie es einem geht und wo wir uns hinentwickeln und wie wir die Lehrlinge unterstützen können in der Zukunft. Fotos machen, Golf spielen, mit dem Golfwagen Runden drehen, Ideen und Sorgen besprechen und sich kennenlernen. So sieht der erste Lehrlingstag von Holzheider und Kappel aus. Ja, ich finde das immer eine super Abwechslung zum normalen Baustellenalltag. Und ich finde das super, dass man mal die anderen Lehrlinge von der Firma auch sieht. Und auch von der Partnerfirma von Holzheider. Also es ist recht fesch eigentlich bis jetzt. Ja, es ist wirklich super. Also hier kümmert sich auch jeder um die Lehrlinge, auch die Chefs sind voll nett und so. Also das ist wirklich super da, ja. Und neben Spaß und Action wird vom Physiotherapeuten auf die Haltung geschaut. Denn das Thema Gesundheit ist ihnen besonders wichtig. Und darum gibt es heute auch den Lehrlingstag, wo wir einfach da unsere Lehrlinge in Schwung halten, sage ich mal, mit unserem Golftrainer Uli Wölbitsch, der gleichzeitig Physiotherapeut ist und seit eineinhalb Jahren unsere Mitarbeiter im Bewegungsapparat einfach schaut, wo habt ihr Schwachstellen oder Fehlstellen, dass man die möglichst bald, schon möglichst in der Jugend ausgleicht, um einfach seinen Körper fit halten zu können. Rundum versorgt als Lehrling bei Holzheider und Kappel. Die Lehrlinge sind natürlich die Mitarbeiter der Zukunft und sichern die Zukunft des Unternehmens. Wir schauen natürlich auch, dass wir die Lehrlinge aus der Region kriegen. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man junge Menschen motiviert, einen Beruf zu lernen. Und das ist ein tolles Fundament für die spätere berufliche Weiterentwicklung. Bei der Firma Kappel ist die Lehrlingsausbildung sehr hochgeschrieben und die Ausbildung selber ist sehr umfangreich. Wir machen nicht nur die fachliche Ausbildung, sondern auch im Persönlichkeitsbereich wird geschaut, dass die Lehrlinge auch sozial Weiterbildungen erhalten. Wir haben zusätzliche Training, sicher und fit am Bau, was mit der Unterstützung von A-Bau organisiert wird. Dass man einfach richtig aufhebt, dass einfach das körperlich fit sind und die Arbeit natürlich auch länger ausüben können. Die Firma Kappel und die Firma Holzheider sind Gründungsmitglieder der Austria-Bau. Austria-Bau gibt es seit 30 Jahren und sie machen seit über 10 Jahren mit beim Lehrlingsaufbauprogramm der Austria-Bau Oberösterreich. Das sind 7 Tage plus für unsere Lehrlinge, 7 Tage für Persönlichkeitsentwicklung, nicht auf der Baustelle. Da geht es um den Menschen. Das ist ganz was Tolles. Viele Vorteile, die dem Lehrling zugutekommen. Also los, bewerben und arbeiten bei Kappelbau oder Holzheider. Also ich habe sehr viele Vorteile. Ich bin Maurer und technischer Zeichner, das heißt, mein Beruf ist sehr abwechslungsreich. Ich kann die Eindrücke auf der Baustelle super ins Büro mit einbringen. Generell ist es sehr regional. Ich komme selber da aus Oswald, das heißt, ich habe 2 Minuten in der Arbeit. Arbeit macht mir wirklich großen Spaß. Firma Kappel ist auch bekannt, dass es wirklich ein gutes Betriebsklima hat. Also das merkt man auch für die netten Arbeitskollegen. Und Arbeit ist wirklich voll abwechslungsreich. Man sieht eben, was der Spengler alles macht. Wir machen neben normale Spenglerarbeiten die ganzen Flachdächer, Fassadenverblechungen, dann so Sandwichpaneele im Hallenbau, dann die ganzen Balkonabdichtungen und Glanders, Nier und Glas, also wirklich ein Haufen. Ist nicht weit davon, von mir aus her. Und ja, Verdienst ist auch super. Ja, wir als größter Arbeitgeber in der Region suchen natürlich Lehrlinge, speziell in der Spenglerei, im Holzbaubereich und im Baubereich. Wenn wer Lust hat, einen dieser Lehrberufe zu wählen, bitte meldet euch bei uns. Auf der Homepage findet ihr die Kontakte.